Ja, ich wollte nochmal dafür werben, dass Sie zumindest Punkt 2 zustimmen. Es ist ja nicht so, dass die Stellplatzsatzung ausgelaufen ist, weil Sie die so schlecht fanden, sondern einfach, weil Sie sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht auf eine neue einigen konnten. Sonst wäre ja eine Anschlusssatzung da gewesen. Eine Stellplatzsatzung regelt ja auch nicht nur den Parkraum für die Autos, sondern eben die Fahrradabstellanlagen, regelt ebenso die Anzahl von Bäumen bei Parkplätzen und Ähnlichem. Und genau, es ist nichts Neues, wir fanden die alte Stellplatzsatzung nicht gut. Deswegen haben wir 2018 konkrete Vorschläge gemacht, wie wir uns wünschen würden, in welche Richtung es geht. Deswegen haben wir 2021 nachgefragt, wann denn die Überarbeitung kommt. Deswegen haben wir 2022 einen Antrag eingebracht mit konkreten Vorschlägen, wo wir keine weiteren Parkplätze brauchen, weil die ÖPNV-Anbindung entsprechend da ist. Deswegen haben wir 2022 auch zu der Ablöse gefragt, weil ja auch die Stellplatzsatzung nicht immer eingehalten wurde, wenn ich da an so manche Baugebiete denke. Für mich war es heute was Neues, dass Sie sagen, Sie sind im Gespräch über eine neue Stellplatzsatzung. Habe ich vorher noch nicht gehört, finde ich aber gut zu wissen. Allein dafür hat es sich ja dann schon gelohnt. Mich würde ja interessieren, in welche Richtung es geht, denn inzwischen der Markt regelt alles und wir brauchen keine Stellplatzsatzung, was ja früher auch immer die Position der FDP war. Da gab es ja in der Vergangenheit auch schon direkt Anträge, die Stellplatzsatzung abzuschaffen, was damals keine Mehrheit gefunden hatte. Und dem, was die Frau Koch zitiert hat, wo man mit Verkehrswende eigentlich hin muss, sind ja sehr große Welten. Wir haben da auch uns überlegt, sollen wir den Februar nochmal ändern. Und es geht uns aber ja erst um den Bericht, weil es ist ja nicht so, dass die Verwaltung jetzt erst damit anfängt. Also wir werden tatsächlich ja seit mindestens 5 Jahren, wenn wir das Thema Stellplatz und Parkraumbewirtschaftung haben, heißt es, die Verwaltung ist daran zu prüfen, was man alles für Maßnahmen machen kann. Und ich fände, es wäre doch gut, wenn Sie uns auch mit einbeziehen oder wenn Sie auch die Öffentlichkeit mit einbeziehen, wie eine neue Stellplatzsatzung aussehen wollen. Und deswegen kann man doch im Februar oder in einem der nächsten Monate im Ausschuss, dass die Verwaltung einfach mal präsentiert, das und das sind die verschiedenen Möglichkeiten, wie es aussehen könnte. In die Richtung kann man gehen, wenn sie eher das Ziel Verkehrswende haben, in die Richtung, wenn sie eher das Ziel Markt haben. Das kann man doch einfach mal präsentieren, ohne sofort zu entscheiden, wenn es geht. Dann können Sie immer noch in der Koalition weiter gucken, auf was Sie sich einigen können, aber nehmen Sie die Öffentlichkeit mit, weil einfach das Auslaufen ohne Diskussion, das finde ich, ist einfach nicht, fand ich nicht demokratisch, also, dass man das nur aus der Zeit mehr erfährt. Das hier ist demokratisch. Genau, von daher würde ich sagen, stimmen Sie doch wenigstens Punkt 2 zu und lassen Sie doch einfach mal präsentieren, welche Konzepte, an welche seit Jahren schon gearbeitet wurde, die einfach nur noch nicht durchgekommen sind.